Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge. Ich habe ihn nicht dazu überredet gekriegt, dass wir aufhören mit dem Spiel. Nee, dafür spiele ich jetzt. Ich mach vorne Pause. Oh fuck. Ich wollte nicht schießen. Aber das Spiel ist ja noch schlimmer. Hä? Der Schlüssel zu meinem Herzen. Ja, super. Ey! Echt jetzt? Oh. Nein! Ja, nicht mit mir, Freund. Du hast den Wookie umgebracht. Okay. Treppenhäuser hatten wir heute noch nicht gemacht. Was? Was? Oh Gott. Oh Gott. Alter. Ich will das mit dem Wechsel. Kann man das rückgängig machen? Jetzt spielst du schön, Freundchen. Erst mich auslachen, weißt du. Dich jetzt selber, du. Boah, Alter. Gleich die Babypuppe. Ich glaube, das wird so ein Running Gag hier. Alter! Ich krieg gleich einen Anfall. Alter! Oh fuck! Ich wollte gerade die andere Tür suchen. Alter. Fisch der Body. Aber ich, die haben auch nicht was mit ihren Holzbrettern, wa? Das hätte doch Timber-Simulator sein können. Nee. Nuppen und alles. Oder den. Ey, ich habe das ein ganz ungutes Gefühl. Alter! Warum war mir das klar? Warum sitzt ihr auf dem... LOL! Geh weg! Wieso war mir das klar, dass auf der Treppe dieses Vieh kommt? Roulette. Was? Die machen die Rouleen einfach zu. Ach so, ich dachte... Auf dem Dachboden, das ist ja, ja wunderbar. Lol. Boah. Es ist ein Spiel. Ach, das ist da runtergefallen. Ich hab den gewonnen. Das ist ein Fahrer. Ganz gesund sehen die unten aus. Nie wirklich. Ich will nicht an die Leiter. Alter! Alter! Fuck! Scheiße! Oh. LOL! Alter. Rein sind ja doch das freundlichste im Spiel hier. Alter, willst du mich verarschen? Diese blöde Misskuh immer. Was denkst du?
Left 4 Dead jetzt oder was? Das war erst der Prolog. Ja. Du willst mir jetzt... Kommst du auch so vor, als ob du schon eine Viertelstunde gespielt hättest? Wie viel hab ich? 5 Minuten? Du hast gerade noch 5 Minuten gespielt. Oh, nee. Dem schreibe ich eine E-Mail. Ja. Scheiß. Warte auf jetzt! Den Scheiß ins Postfach. Wie kann der uns nur so einen Scheiß spielen lassen, Alter? So. Oh. Gut. Ja, Leute mit einem Herzschrittmacher ist das nicht, wa? Nee. Alter, ich stopp, du bist da hier drin. Wer kam auf die Idee, wir hängen Decken vors Fenster? Ja, brauchen wir jetzt auch nicht mehr bei der Uhrzeit. 0.04 Uhr. Helm Mosotke. Presents. Singleplayer Mod for Half-Life 2, Episode 2. Same as it always was, isn't it? The mind just keeps sending you back again. It's interesting how you can find comfort in any familiar situation. Even a familiar nightmare. Wake up. It's time for the real nightmare to begin. Also es war gerade der Vorgeschmack, jetzt beginnt der wahre Albtraum. Alles klar? Gut. Ich habe keine Pampers mit. Nee, hast du vergessen. Ja, hab ich vergessen. Ach, in der Gummizelle. Ja. Okay. Wie wär's, wenn wir da bleiben? Da sind wir sicher. Alter. Ist das eigentlich eine Irrenanstalt oder was denn? Also, wollte festhalten, wir fahren mit einem Auto gegen Baum. Ja. Finden ein Haus, was nicht schön ist. Müssen Zombies abknallen, werden von der Irren verfolgt und landen dann in der Irrenanstalt. Wahrscheinlich haben wir jetzt einen Knacks deswegen. Und weg. Die Irrenanstalt sieht auch nicht sehr. Haha, und die Irre ist mitgekommen. Was labert die? Die hat nichts gelabert, die hat gemacht. Security alert. Area under lockdown. Please remain calm and wait for further assistance. Ich warte auf den Scheißdreck. Halt die zu, Mister. Ach, leck mich doch. Was willst du mit dem Bett? Kannst du mir das mal klären? Das ist mein Schild, Mann. Achso, die liegt da. Security alert rescinded. Lockdown removed. Ich hab da so ein ganz ungutes Gefühl, nachdem du jetzt das aufgemacht hast. Hello? Can you hear me? Yes, I'm talking to you. Look, if you want to get out of here, then do exactly as I say. I know you have a lot of questions. But for now, it's absolutely vital that you get here as quickly as you can. First, we're going to need to get you armed. Head to the cafeteria, then to the kitchen. You'll find a surprise waiting for you there. You'll need it. Die sagt irgendwas. Versteh es nicht. Lol. Hä? Einfach nur so. Stimmt, wir haben aufgehoben. Lol. Du hast es doch aufgemacht. Ja, aber wo ist der Typ hin? Okay. Ja. Security alert. Patient leaving cell block. Boah, ich hab da so ein ganz ungutes Gefühl. Security and medical staff proceed to the cell detention area immediately. Was labert die? Was soll das? Als wäre ich das größte Problem hier. Das ist jetzt der richtige Weg. So was. Gott sei Dank, wir rein. Achso, wir kommen da nicht durch.
ist ja noch ein Eingang, guck mal. Ja, haha. Guten Tag, Sicherheitskontrolle. Alter, da müsste mal Rachs Restaurant-Tester hingehen. Hm. Na gute. Ich glaube, du bist schon tot. Hier kommt. Ich kipp hier bald vom Stuhl. Stopp! Der ist tot. Alter, mach. So, Freunde, das war's. Mama oder so. Das ist kein Telefon drin. Nee. I see you found my axe. God knows how it found its way out here, but you should consider it a blessing. Es ist seine Axt. You have no idea how much you're going to need it. Things have gotten pretty ugly here. I wish we could continue this pleasant conversation, but you better keep moving. I'm unlocking the doors for you. Es ist seine Axt und sie steckte im Koch. Und der hat die Türen für dich gerade aufgemacht. Die sagt doch was! Die lispelt, die hört. Achso, die lispelt. Ist doch, der lispelt wird erschossen. Sieht doch. So. Achso. Ach, frei. Ja, sicher. Wie war das mit. Öffnungsschächte? Ja, und du magst sowas nicht? Ich hasse sowas wie Pest. Ja, jetzt lernst du es lieben. Mach die Taschenlampe. Oh, hat die geflackert. Du brauchst dir keine Mausezeichen geben. This is a security checkpoint. Hast du jetzt runtergeschmissen? Ich bin gerade die ganze Zeit noch im Kabel rumgerannt. Please remain calm and await the nearby security staff. This is a standard procedure. Naja, Standard. Mach ich jeden Tag. Was war das? Das war der Schalter. Ach, das hast du nicht gesehen? Nee. Da standen gerade irgendwelche Figuren. Läuft. Machst du da auf? Gut, Freunde. Na Gott sei Dank. Ja, ich zu ja, das. Und die Monitore hast du auch nicht eingeschaltet, nee. Ach, na guck mal. Are you picking this up? Ja. Good. First, allow me to introduce myself. Nein. My name is Dr. Romero, and like you, I'm stuck in this hellhole. There's been complications, and as a result, we're cut off. It's just you and I here, all alone, in a manner of speaking. Good news is, I've heard that they're sending him. God damn it, I'm losing you. Look, I'll explain everything when you get to me. Aha. I'm unlocking the elevator doors for you. Just keep it fancy. Also, ich hasse Lüftungsschächte. Aber was ich noch mehr hasse, sind 15 Minuten, Freunde. Das ist das.
Aber wie traurig, Max. Da bist du ja wieder dran. Gut, dann verabschieden wir uns. Als nächstes Mal gehen wir in den schönen Fahrstuhl. Also Max geht in den Fahrstuhl. Ja, sehr schön. Ciao. Ciao.